nee. Yeah, und den ersten weggedreht, so wie ich das gehört. Und der zweite und der erste. Hau ab jetzt hier. So, fertig. Also ich finde ja 12 Zylinder unter schön kurvigen Motorhauben schöner als pixelige Frauenkurven hier im Spiel. Ach, nichts geht über schöne 12 Zylinder unter der Haube. Oder vielleicht auch 8, man kann es hier nicht so gut erkennen. Ach, da hätte ich doch die Abkürzung nehmen können. Naja, shit happens. Bisschen Eingang nicht verpassen. Das ist übrigens dieselbe Strecke, jetzt nur mal eben rückwärts. Gucken wir mal, welche wir schneller hinkriegen, wobei ich die erste Zeit eigentlich schon wieder vergessen habe. Jesus Marie. Ja, nein, 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 nein. Oh. Knapp, knapp. Aber spaßig. Fahrer. Ui, Fahrerskills. Ja, da haben sich die Taxi- und die Zuhälter-Mission schon richtig ausgezahlt. Oh, dieses. Dieses Lecken hier, das ist also. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nur, dass es nervig ist. Auf Dauer. So und wow. Und ey, das ist also langsam. Also ich werde nach dem Rennen mal gucken, was das ist. Dann ja, muss ich wohl wieder eine kurze Aufnahmepause machen. Also heute läuft mal wieder nichts. Naja, man kann ja nicht immer alles haben. Heck bricht weg. Weg, weg. Jawohl. Wasser auf der rechten ist nicht gut. So, und das Ziel. Yeah. Ich glaube, wir waren diesmal viel schneller. Wuhu. Yeah. Oh. Juke had the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, yeah. Man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Das sieht so ulkig aus. Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Tschüss. Auf Nimmerwiedersehen. So, jetzt muss ich noch speichern fahren. Da. Okay. Let's rollen. Da auf diesem kleinen Berg ist das. Genau. Und ja. Und dann ist die Pause auch schon fast vorprogrammiert. Leider Gottes, mir geht das auch auf die Nerven, dass ich immer wieder eine Pause machen muss. Ui, so. Na, was denn jetzt noch? What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you, I don't know you. Prank caller, prank caller.
Der verrückte Tooth. Wie eh und je. Habe ich jetzt Small? Nee, ja, ja, ja. So. Hey Caesar, what up? I got the lowdown on Smokes Ye. Word is, every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. Alright, man. So, und mit diesem Telefonat verabschiede ich mich dann für diese Aufnahmesession. Ich muss mal gucken, woran das liegt, dass das hier so ruckelt immer. Und da es jetzt eh schon sehr spät ist, passt das eigentlich schon wieder. Und dann sage ich mal, bis gleich, ne? Auf Wiedersehen, Servus und Tschüss. What up? I got the lowdown on Smokes Ye. Word is, every Monday and Friday the cash leaves Los Santos for San Fierro. Then every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for him. See if I can't spoil their little party. Alright, man. Ja, Alter, und damit willkommen zurück zu San Andreas. Mitten auf dem Berg, so wie es ausschaut. Genau hier hatte ich aufgehört. Und ich habe mir inzwischen Zeit mal ganz still und heimlich, keine Mission gemacht, sondern mir mal so eine hundertprozentige Checkliste runtergeladen. Beziehungsweise runtergeladen. Ich habe, manchmal eben leiser, in meinem Game-Archiv, in meinen unzähligen Ordnern mal geguckt, ob ich nicht sowas noch hatte, weil ich wusste das eigentlich. Ja, und dann habe ich es ja auch im Internet wiedergefunden und dann mal wieder ausgedruckt. Ja, und jetzt weiß ich, was alles an Nebenmissionen noch gemacht werden muss für die 100%, und das ist doch einiges. Auch noch in Los Santos, also das wusste ich gar nicht mehr, dass es so viel gab. So, und jetzt, ach ja, dieser Kurier, der interessiert mich aber gerade herzlich wenig. Da, der bringt mir nichts. Hauptmission, The Truth, ja, also wir hätten jetzt noch in Los Santos, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, irgendwo hier, so eine Kuriermission, sowas wie Pizza austragen oder was das war. Das können wir aber auch noch später machen. Ich wäre jetzt erstmal dafür, dass wir hier in der zweiten Stadt alles freischalten, damit wir wieder... Ah, nein! Damit wir mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hier haben. So, okay. Ach, mach, ich brauche keine Markierung. Ich fahre da irgendwie hin. Ich schaffe das schon. The Truth. Ja, genau falsche Richtung. Yeah. Weg, du alter Biker, du. Fahren wir mal mitten durch die... Nein, doch nicht. Da ist nämlich Wasser, da können wir schlecht drüber springen. Machen wir das hier. Huch. Ich folge jetzt instinktiv immer diesem blöden roten Dreieck. Will ich eigentlich gar nicht. So. Plock. Tja, tut mir nicht leid. Uah! Meine Fresse, hier könnt ihr euch nicht mal an die Straßenverkehrsregeln halten. Das ist ja grausam hier. Naja. Was mir auch passiert ist, seit der letzten Aufnahme, ich habe aus Versehen den kompletten Ordner gelöscht, wo ich hier die Aufnahmen von San Andreas reingekloppt habe. Ich wollte eigentlich nur Assassin's Creed löschen, bin dabei aber zufällig auf Steuerung Alt gekommen, sodass ich alles lösche, habe ich dann erst später gemerkt. Voller Panik, irgendwie so Datenrettungstools installiert. Das dritte hat dann auch geklappt und ich konnte alles Gott sei Dank noch retten. Das waren, ja, 2-3 Parts bestimmt. Also jede Menge Gigabyte da verschwunden wären fast. Also nochmal Glück im Unglück gehabt. Und das war nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Passiert mir gern. Nein! Ach scheiße, ich hab gedacht, der dreht sich jetzt nochmal um. Dem war wohl nicht so. Hm, wenn wir schon mal hier sind, vielleicht können wir auch direkt noch eine Trucker-Mission machen. Ich weiß ja nicht, wo die, wo das Ziel dieser Mission dann sein wird. Hallo? Spring doch mal so. Vielleicht direkt in der Nähe von The Truth. Ja. Machen wir das doch einfach mal so ganz spontan. San Fierro. Alter.
Wo ist denn San Fierro? Naja, was soll's. Also, wir fahren hier aus der Bruchbude raus. Halten uns rechts. Dann die kleine Auffahrt rechts runter. Dann wieder rechts an der Straße. Immer weiter folgen, bis wir schließlich hier... also, Moment nochmal, rechts, da rechts, rechts, okay. Und bitte ohne Schaden, aber wir haben ja auch keine Bullen diesmal hinter uns her. Ist ja mal legale Ware, also kein eingepackten Fernseher oder Autoradios oder sowas. Oder gecrackten Spiele, was ja noch viel schlimmer wäre. Bestimmt originale Schlager-CDs. Wow! Alter! Ruhig, 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 Brauner. Rastet er mal vollkommen mit dem Heck hier aus. Unverschämtheit. Langsam fahren, langsam fahren, langsam fahren. Fahren wir mal langsam. So. Wobei Schlager-CDs für 4000, ich weiß nicht so wirklich. Nee, das müsste was anderes sein. LKW voller Kondome. Die sind nicht so teuer. Wobei, die sind auch klein. Passen jede Menge rein. Ob das 4000 aus... überfüllt. Befüllt. Mach doch mal hinten die Tür auf. Ich will sehen, was da drin ist. Edelchampagner aus Monaco. Oh, dann haben sie bei dem Preis ein paar Nullen hin vergessen. Fährst du jetzt links lang oder... Arschloch. Da vorne sind schon wieder die Bullen. Ja, ganz klasse. Ganz klasse. Im Doppelpack. Habt ihr euch abgesprochen, wa? So, jetzt fahre ich hier auf den Seitenstreifen. Das ist die sicherste Methode hier im Tunnel. Aber nicht... Halt, stopp. Nicht mehr da. So, jetzt... Lalalala, ganz ruhig und geschmeidig. Ja, tut mir nicht leid. Das kommt dann schon mal vor. So, vielleicht schaffe ich heute was, was ich noch nie so wirklich häufig geschafft habe. Und zwar, diesen Transport wirklich unbeschädigt abzuliefern. So, und... Yeah! Ich glaube, ich hab's geschafft. 4000 glatt. Olle, Kohle. Ach, 5 habe ich schon absolviert. Okay, ich habe erst 2 angekreuzt. Moment, damit wir hier... Ne, ordnungshalber, wo hab ich denn da? Mission 2 habe ich erst. Moment. Mission 3, Mission 4 und Mission 5. Wusste ich gar nicht. Okay. Also das heißt, wir können eh nur noch eine machen. Die nächste können wir dann... Also die 7 und 8 können wir erst machen, wenn Las Vegas freigeschaltet ist. Las Venturas, meine ich. Oh, jetzt kommt so eine Scheißkiste angerollt. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah, so macht man das. Komm, Junge, mach Platz. Ich brauche einen Fahrbahnuntersatz. Ich muss zu meinem Homie the Truth. Zur Wahrheit muss ich. Zur Wahrsagerin. Ich muss ja mal so ein bisschen in die Zukunft schauen lassen. Überall die Polizei hier. Was? Hallo? Wird hier ein Massenmörder gesucht? Der gerade an euch vorbeigefahren ist. Hui! Monster Stunt!